Hallo, 30 Freunde. Auf den Sonntag heute wieder ein Kabelsalat-Video. Ja, ich habe jetzt im Moment nichts anderes zu bieten, weil ich an dem Auto hier halt gerade die ganze Zeit dran bin. Also es geht hier weiter um den V12 M73 in meinem E30 M3 Replika Cabrio. Da habe ich jetzt hier den ganzen Elektroteil, der zum Motor ging, hier im Heizungskasten ein bisschen versteckt. Und heute geht es darum, wir checken mal, ob wir nicht anstelle des E38 Cockpits hier eins vom M5 E39 verbauen können. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier auch schon ein bisschen Radiomaterial aus dem E39 am Start. Und in dem Video gucken wir, ob das funktioniert. Kriegt man das eigentlich autark zum Laufen oder nicht? So, Batterie haben wir angeklemmt. Hier sind auch schon die ganzen LEDs gekommen. Das heißt, wir testen auch nochmal, ob hier diese klassischen Glühbirnen versus LED, ja, welche hier den besseren Eindruck hinterlassen. Aber jetzt wollen wir mal schauen, ob das Teil überhaupt noch anspringt oder ob wir jetzt schon irgendwas kaputt gebaut haben. Weil es geht ja hier tatsächlich sehr unübersichtlich zu mit meiner Elektrik. Aber ich habe es jetzt ein bisschen sortiert bekommen. Also wir haben das ASC-Steuergerät da unten dran, haben da drüber diesen Kasten und haben hier oben die ganze Verkabelung, die zu diesen kleinen Motorsteckern geht, wo auch Pedalwertgeber dran hängt. Hier haben wir noch diese ganzen Tempomat- und ASC-Passivschalter-Geschichten, also Optionen, die man noch verdrahten könnte. Hier unten haben wir jetzt die grobe Anschaltung, also die großen Sachen hier, die zu diesem Stecker gehen. So, jetzt haben wir hier also hier eine gewisse Übersicht. Taro haben wir wieder angeschlossen vom E38. Jetzt können wir mal gucken, was der überhaupt hier so Sinnvolles ans. Hört sich schon mal gut an, ne? Die Pumpe ist hier quasi gerade angesteuert worden. Ja, Drehzahl haben wir. Verbrauch würde gehen. Wasseranzeige geht. Und Geschwindigkeit geht auch. Habe hier schon mal am Rad gedreht, also das funktioniert auch wunderbar. Und die Anzeige der Schaltstufen, die haut sowieso hin. So, jetzt wollten wir nochmal schauen, ob wir hier diesen Bordcomputer noch mit verkabeln. Habe ich mir hier hinten nämlich schon ein paar Stecker vorgerüstet. Da ist es BC. Wir schauen uns mal den BC an, hier den es im E38 gibt. Hier seht ihr nochmal diese ganzen Bezeichnungen. Habe ich damals also wirklich ein bisschen ordentlich gearbeitet, damit ich das in 5, 6 Jahren immer noch verstehe, wie das hier alles so zusammenhängt und funktioniert. Okay, dann gucken wir mal weiter. Und zwar hätte ich jetzt hier an so einen Bordcomputer hier gedacht vom E38. Die gibt es ja in verschiedenen Ausbaustufen. Manche haben hier gar nicht die BC-Tasten und auch Telefontasten nicht, also einen ganz einfachen. Und der hat hier Vollausbau. Den würde ich also nehmen. Das ist also gleichzeitig das Radiobedienteil für so ein Radio hier mit Kassette. Und das Teil ist im Auto tatsächlich versteckt verbaut. Das kann man jetzt hier zum Beispiel bei dieser Variante mit CD sehen. Das heißt, die wird für die normale Bedienung gar nicht gebraucht. Das kann man also eigentlich direkt verstecken. Hier habe ich schon mal irgendwann einen Line-In nachgerüstet. Das heißt, dieses Radio und dieser Bordcomputer wären jetzt hier so meine erste Wahl. Und das Teil, das passt von der Länge her zumindest auch hier in den E30 rein. Vielleicht hier oben, mal gucken. Das wäre doch auch nochmal ein lustiger Gag, das E38-Radio hier zu verwenden. Ich habe das ja auch in meiner Küche eingebaut, hier dieses Radio, weil ich es eigentlich ganz geil finde, weil es hier die Sender alle schön in so einer Reihenfolge anzeigt und man schön die Sender auswählen kann und so eine ganz einfache, idiotensichere Bedienung. Kann ich euch ja mal hier ein paar Bilder einblenden. Also das Teil ist auch mein Küchenradio gleichzeitig. So, ansonsten habe ich hier nochmal rausgekramt ein paar andere Varianten. Im E39 ist dieses Teil halt ein bisschen höher hier. Wenn man hier nochmal die Höhe sich anguckt, hat das hier eine höhere Bauform. Hier ist auch eine CD-Variante, auch nicht so schlecht, mit Klappe davor. Ja, ist halt von der Lage her, von der Schräge her ein bisschen anders. Das heißt, das ist ja alles ein bisschen schräger angeordnet. Wird im E30 also nicht so schick reinpassen wie dieser schöne glatte hier Bordcomputer. Und dann könnte man natürlich auch noch das Cockpit hier fahren vom M5 E39 oder X5 4,6, 4,8 IS. Die Stecker sind erstmal soweit ähnlich, aber ich glaube, es hat irgendwie nicht ganz funktioniert. Ich vermute mal, dass der hier schon die Signale irgendwie anders bekommt. Wir stecken das mal schnell an und gucken mal, ob das Cockpit hier für uns eine Option ist in dem Fahrzeug hier. Eieieiei. Also wie ihr sehen könnt, macht hier dieser Zeiger von der Öltemperaturanzeige schon ein bisschen Faxen. Ich habe das natürlich mal kurz vorgetestet, ob da überhaupt was funktioniert, ob es gleich losqualmt hier. Also die Stecker passen erstmal grundsätzlich alle rein, aber ich glaube, diese Öltemperaturanzeige, die macht hier schon mal die ersten Probleme. Wassertemperatur macht ja auch so ein paar Faxen. Na gut, wir gucken mal, was startet und ob die Drehzahl irgendwie passt von der Anzeige her. Ah ja.
Also wie erwartet, haut hier nichts hin von den Anzeigen. Das heißt, das kann man vergessen. Beim Facelift E38 passt das Ding ja 1:1. Also bei so einem 735er und so weiter ab 99, 98er Baujahr. Da kann man also so ein Cockpit hier aus dem X5 zum Beispiel ohne Änderungen einbauen. Wenn ihr Schaltgetriebe habt, müsst ihr natürlich hier ein bisschen umkodieren oder einen vom M5 wirklich benutzen hier an der Stelle. Gut, dann kann das Teil erstmal wieder weg. Dann bleiben wir bei dem klassischen Teil, was mir auch richtig besser gefällt. Hier so eine schlichte, dezente Anzeige ist doch wunderbar. Hier haben wir jetzt also die E38 Radiolösung mal im E30 verbaut. Hier habe ich also auch nur Dauerplus, Masse und Zündplus angeklemmt, wobei das eigentlich auf Klemme R sollte, also auf das lilane Kabel. Ich bin jetzt erstmal auf Zündplus gegangen und Verbindung zum Cockpit ist tatsächlich diese Leitung hier, der E-Bus. Den habe ich hier auch damals entsprechend beschriftet und rausgeführt. Ohne das Taro-Element würde das Radio übrigens gar nicht losstarten. Ne? Also man muss einmal den Taro auf jeden Fall connecten über den E-Bus und dann den Strom nicht mehr abklemmen, dann läuft das auch weiter. Das ist aber nur eine Randinfo. Wir machen mal kurz die Zündung an. Haben wir unser schönes, schlichtes... Ich bin auch da am Montag. Unser schönes, schlichtes E38-Cockpit hier am Start. Und das Radio funktioniert natürlich soweit auch. Ansonsten an diesem Teil, was ich wahrscheinlich da versteckt verbauen würde, kann man halt hier noch ein bisschen den Klang einstellen. Fader, Balance, solche Sachen, Loudness. Also eigentlich nicht wirklich wichtige Dinge. Von daher denke ich mal, dass man das Ding versteckt einbaut. Und über Tape kann man dann auch Offline-In umschalten. Und das würde man ja alles an dem Hauptbedienteil hier machen. Und damit kommt das Ding halt hier oben rein. Bei BC steht jetzt hier noch nicht so viel dahinter. Da muss ich nochmal ein bisschen gucken. Ich glaube, der Taro hält hier Connections zu allen möglichen anderen Steuergeräten, also Check-Control-Steuergerät, und das ist ja nicht verbaut im Moment hier. Muss ich nochmal gucken, welches Steuergerät hier eigentlich für BC zuständig ist. Das heißt, man sieht hier eher nicht so viel. Und dann hatten wir ja hier ein Kabel beschriftet mit BC, und das Kabel war gar nicht das, was hier zum E-Bus, zum Bordcomputer geht, sondern das Kabel, was hier mit BC beschriftet war, das ist hier für den Taster. Und dann kann ich mit dem Taster entsprechend hier unten die Meldungen durchschalten. Ich glaube, das ist das Gleiche, was das Ding hier auch machen würde. Oder der hier. Macht er im Moment gerade nicht. Da kann man normalerweise irgendwelche Störmeldungen dann durchklimpern. Also jetzt haben wir auf jeden Fall auch eine Ganganzeige, wie ihr sehen könnt. Die funktioniert auch. Was ist hier im Weg? Irgendwelche Kabellade hängt hier im Weg rum. Okay. Haben wir kaputt gekriegt, scheinbar gerade live hier. Naja, so, also hier oben sehen wir jetzt P, dann haben wir hier auch Klemme R, und nicht Klemme R, sondern Rückwärtsgang, Leerlauf, und wir können auch in die einzelnen Gänge durch hier mit der Shift-Tronik oder Step-Tronik. Das funktioniert auch und die würden dann auch angezeigt werden. Das heißt, deshalb habe ich das Cockpit auch verbaut, wenn man da recht gut informiert wird hier über viele wichtige Sachen. Lediglich die Tankanzeige funktioniert nicht. Da muss ich einfach den Sensor vom E38 mir nochmal schnappen und in den E30-Tank einbauen. Und dann ist das hier schon durchaus informativ. Wenn man jetzt das Lichtmodul noch übernimmt, dann würden hier auch diverse Blinker und solche Sachen halt funktionieren. Die kriege ich jetzt leider hier auch nicht angesteuert, weil das alles schon über irgendeinen Bus funktioniert. Soweit hier der Stand. Das können wir mal kurz gucken. Soundcheck machen. Also Radio funktioniert auf jeden Fall. Die Endstufen sind hier eingebaut, auch nichts Besonderes. Das heißt, hier müssen wir dann nochmal mit einem Verstärker bestimmt rangehen, wenn wir hier die Doorboards, ne, also diese 16er Zwei-Wege-Chassis da betreiben wollen. Da würde ich hier nicht mit den 5 Watt arbeiten, die das Radio hier abliefert. Und ansonsten, ja, hier wird es auch ein bisschen warm. Das heißt, hier sind die Endstufen auf der Seite, also warm, handwarm. Ne? Wir gehen dann also hier mit entsprechenden Ausgängen raus in eine richtige Endstufe rein, würden dann hier das Zwei-Wege-System anschließen. Kein Bass, weil ich glaube, das 16er Zwei-Wege, das ist hier schon erstmal ausreichend. Hier liegen ja die Prioritäten bei dem Auto auch ein bisschen woanders. Das ist jetzt quasi nur Platzhalter. Und dann kommt das Ding versteckt irgendwo hier hinten mit rein. Das Teil machen wir sichtbar. Ja, und mal schauen, was wir hier noch so für lustige Dinge finden, die man hier noch umstellen kann. Ne? Also, ja, Uhr, Telefon. Na, mal gucken. Irgendwas werden wir schon noch hinkriegen hier, was sinnvoll ist. Aber wichtig ist mir, dass das Radio funktioniert, weil das zeigt halt wirklich hier, wenn man über Land fährt, irgendwann irgendeiner Einstellung hier alle möglichen Sender mit Klarnamen an. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hier sind die gespeicherten Programme.
Naja, irgendwo zeigt er dir dann die ganzen Sender alle an in einer schönen Auswahl. Wenn man unterwegs ist, sieht man dann mal ein bisschen was, woanders so für Radiosender gespielt werden oder vorhanden sind überhaupt. Jetzt haben wir nochmal das E39-Teil, was ich hier habe. Wie ihr seht, ne, das ist hier so ein bisschen abgerundet oder abgeschrägt. Das ist ja hier mit CD. Hab's jetzt mal angeschlossen. Mal gucken, ob es was mit uns, ob es uns was sagt. Das ist jetzt noch nicht, aber vielleicht müssen wir das mal anschalten. Wäre auch denkbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier ist auf jeden Fall das Display in Ordnung. Das wurde nämlich schon mal repariert. Da sieht man hinten auch so ein Siegel dran. Ne? Ansonsten habe ich die Stecker einfach nur rüber gesteckt. Schieben wir hier was rein. Ja, meine Flugantenne ist ein bisschen schwach. Wir können aber gucken, ob das CD-Fach funktioniert hier. Sieht schon mal nicht schlecht aus. CD erstmal checken hier. Das ist natürlich von dieser Schräge her mit 30 eher ungünstig. Aber irgendwie mit CD wäre natürlich auch nicht schlecht. Ist normalerweise hinter so einer Klappe hier versteckt, das ganze Thema. Und sieht halt ein bisschen fetziger aus als dieses Kassettenfach, was ich auf jeden Fall dann verstecken würde irgendwo im Hintergrund. Wir werden mal sehen. So, mal ein bisschen lauter machen. Irgendwas funktioniert hier. Mal gucken, wie wir hier den nächsten Titel kriegen. Stimmt so, wa? Also CD würde hier funktionieren. Naja, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall eins von den beiden werden wir einbauen. Mal sehen, was sich besser integrieren lässt. Wenn wir hier auf BC drücken, wird auch nicht viel passieren, weil BC halt Kommunikation mit anderen Sachen herstellt. Nicht mit dem Cockpit hier direkt, sondern hier geht es wirklich um Steckkontrollfunktionen. Uhr haben wir auch keine, Telefon haben wir auch nicht. Also gehen wir wieder auf Audio zurück. Naja, so haben wir das hier halt. Und ansonsten gehen wir mal kurz auf FM hier. Ja, hier ist halt das Display auf jeden Fall schön gleichmäßig durchleuchtet. Das ist schon mal ganz cool. Ich habe leider jetzt noch nicht rausgekriegt, wie man diese tolle Liste hinkriegt, dass der alle verfügbaren Sender hier anzeigt. Was haben wir denn hier noch manuell? Da können wir halt vorspulen. Und wenn ich hier auf FM drücke, kommen auch nur die abgespeicherten Sender. Ja, naja. Muss ich mal die Anleitung lesen. Ich glaube, vielleicht irre ich mich auch, aber ich bin der Meinung, dass man hier alle verfügbaren Sender unten anzeigen kann. Aber vielleicht habe ich mich da auch getäuscht und es mit einem anderen Gerät verwechselt. Gut, naja, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Dann haben wir das also auch nochmal ausprobiert hier, dieses gute CD-Radio. So, wie sieht's eigentlich hier vorne aus? Tada! Alles noch vorhanden hier. Gut, das haben wir natürlich alles auf Zündung angeklemmt. Das heißt, wenn wir jetzt die Zündung anhaben, dann summt hier die ganze Zeit im Motorraum der Drosselklappen, Steller und so weiter. Aber naja, das können wir noch umklemmen auf das lilane Kabel. Dann können wir auf Klemme R auch entsprechend hier ein bisschen Radiospaß machen. Alles klar, dann wissen wir erstmal soweit hier Bescheid mit meinem Kabelsalat Teil 2. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Video.